Schnibbel die Stadt von Rodrigo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14 Karrieremodus mit mir, dem Lefka, natürlich auf Legende, ganz klare Geschichte. Wir sind Herbstmeister gewesen, hammer krasse Scheiße und so. Und ihr kennt ja unsere momentanige Aufstellung, ich finde die eigentlich voll geil, mit Kittel auch und Benavente, der momentan ja mega fuchsig drauf ist. Da bin ich am überlegen, ob wir nicht vielleicht doch einen offensiven Mittelfeldspieler noch dazu holen sollten. Ihr wisst, nächste Woche Donnerstag kommt FIFA 15 raus und bis dahin ist die Saison dann beendet. Also ich werde wahrscheinlich dann nächsten Dienstag ordentlich durchsimulieren müssen. Das wird uns wahrscheinlich das Spiel vorne kosten. Also könnt damit rechnen, dass wir dementsprechend nicht die Chance haben, Meister zu werden, weil simulieren, man kann durch Simulieren nicht Meister werden. Das ist einfach nicht drin. Nee. Funktioniert nicht. Außer man hat vielleicht die Bayern als Team, mit denen man durchsimulieren kann. Dann vielleicht, ansonsten geht das nicht. Ich werde so simulieren, dass wir gucken, wie weit wir kommen. Also, wir werden auf jeden Fall die Saison richtig abschließen. Dementsprechend muss ich ja simulieren. Ich bin übrigens noch nicht so sicher, welches Team ich denn in FIFA 15 spielen soll. Ihr habt ja schon mal nachgehakt. Was spiele ich denn? Ich hatte immer bei FIFA einen der Aufsteiger gewählt bis jetzt. Da juckt mich die Veilchen, also Darmstadt juckt mich ein bisschen. Oder die Lilien, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welchen Spitznamen die haben. Also Darmstadt, Heidenheim hatte ich so im Blick. Oder Union Berlin. Oder Karlsruhe. Oder Kaiserslautern. Das sind so die Mannschaften, die ich im Blick habe. Die fünf stehen in der näheren Auswahl. Könnt mir ja mal schreiben, was ihr von meinen fünf Teams, die ich da auserwählt habe, was ihr von denen haltet. Also es ist natürlich klar, dass ich wieder in der zweiten Liga starte. Ihr kennt mich. Ihr kennt mich durch dieses FIFA-LP. Bisschen. Und ich habe ja gesagt, wir spielen in jedem FIFA eigentlich Zweitliga-Teams. In jedem. Ja? Also Karlsruhe, Union Berlin. Wir springen einfach mal rein jetzt. Eintracht Frankfurt zu Hause gegen SC Freiburg, ja. Spieltag 18 im Regen. Im Waldstadion, das ist natürlich totaler Quatsch. Wie gesagt, Union Berlin, Kaiserslautern, Darmstadt, Heidenheim, Red Bull Leipzig natürlich nicht. Ich meine, Leipzig wäre sportliche Perspektive mäßig richtig genial, weil halt unglaublich viel Geld. Und Rasenballclub, ernsthaft. Nee, kein Interesse an Leipzig. Ich mag nur die Trikotfarbe ein bisschen und dann ist es mir eigentlich schon egal. Ich finde das irgendwie scheiße, wie die das dann handhaben irgendwie. Zwischen Red Bull Leipzig und Red Bull Salzburg. Egal, wie gesagt, Union Berlin, Kaiserslautern, Karlsruhe SC. Was war noch? Jetzt habe ich es verpeilt. Darmstadt natürlich und Heidenheim. Ich mache es auch wieder ein bisschen davon abhängig, wie die Trikotfarben ist, weil ich, wenn ich mir 5 Jahre lang, also 5 Seasons wieder, irgendein Trikot antun möchte, muss mir das Trikot Spaß machen anzugucken. Und wenn wir dann zwei Trikots haben, die total langweilig sind, dann kann ich mir auch gut vorstellen, Gölitz schon die erste große Chance! Das war geil. Dann kann ich mir auch gut vorstellen, ein anderes Team zu nehmen. Aber Union Berlin hat eigentlich immer hübsche Trikots. Außerdem mag ich die Unioner. Das ist ein sympathischer Club, finde ich. Görlitz. Görlitz. Benavente. Unglaublich schön. Der ist momentan einfach in Form. Krass. Aber wie frei der da steht. Knappe 4 Minuten gespielt. Wir sind momentan unglaublich schnell, was die Tore angeht. Görlitz hier. Der kriegt aber auch die Chance, hier eine schöne Vorlage zu haben. Hier. Wie frei der bitte steht. Kannst Benavente, der ist momentan wirklich in Form, den kannst du es nicht so frei stehen lassen. Mit dem schwachen Fuß. Guter Tritt. Vor allem gute Geschwindigkeit. Der dreht sich nach außen. Das macht das Ganze noch ein bisschen bösartiger. Keine Chance. Saisontor 5. Benavente ist im Aufwind. Muriel im Tor. Ja, stimmt. Ja, wir haben ja vor kurzem erst gegen Freiburg gespielt.
Das ist ja schon ein Rückrundenauftakt, da müssen wir ja viertes Tor erst. Na egal. Benavente auf jeden Fall einer der Spieler, der seit einigen Spielen wirklich Spaß macht. 4 Spiele jetzt am Stück. Richtig mir gefallen. Mir Ishii, klare Sache, der holt immer die Bälle. Da kam Höhn richtig angepastet. Aber Kittel passt auf. Kittel. Ah, gut abgefangen. Benavente natürlich. Auch in der Defensive. Benavente! War das schön. War das schön. Lasst uns mal ein bisschen über die Champions League am Dienstag sprechen, weil ich noch nicht Mittwoch habe. Leverkusen hat ja verloren. 1:0. Eine relativ gute erste Halbzeit gespielt. Haben in der ersten Halbzeit einfach keine Chancen genutzt. Und Dortmund hat ja streckenweise Arsenal richtig an die Wand gespielt. Dementsprechend auch verdient gewonnen. Ja, und Leverkusen verliert 1:0 gegen Monaco. Ich finde, wenn man anhand der beiden Halbzeiten das mal realisiert, finde ich, sah das aus, wie uns die Puste ausgegangen, also über den Leverkusen. Ne? Ja, Leverkusen-Fan, wisst ihr ja. Ich meine, wozu habe ich sonst bei FIFA da oben hier mein Vereinsscheiß stehen? Kann man sich ja anzeigen lassen, für welchen Verein man hier diese Punkte, was weiß ich nicht, holt. Freiburg hier mit ein bisschen Ballbesitz gerade, da kann ich ein bisschen diskutieren, solange hier nichts passiert. Kopfballchance. Das war Abseits, oder was ist das? Es ist Abseits gewesen. Schicksen ist ja nicht gerade dafür bekannt, unglaublich kopfballstark zu sein. Juric auch nicht. Da wissen die Mannschaften, da können sie uns kriegen. Und da habe ich nicht aufgepasst. Kittel. Traoré jetzt hier. Traoré, der hat immer Ausdauer. Ah, gefährlich. Dumba. Gut verteidigt. Traoré, na klar, Schicksen, Rode und Benavente, aber nö. Doch, Benavente, schade. Macht momentan ein gutes Spiel für uns. Das wusste ich, das war offensichtlich. Ich und meine gefährlichen Pässe. Aber gut, den Spieler einfach ins Ausgedrückt, die Zwart. Sind ja in der Defensive vor allen Dingen stabil. Traoré. Größtes Talent unseres Vereins. Und da war ich mir selber unschlüssig, wo ich den Ball hinhaben möchte. Dementsprechend entschuldigt mein unglaublich missratenen Pass. Gefährlich. Schicksen. Aber Rode und Schicksen machen das als Dream Team. Benavente. Jetzt gibt es kein Morgen mehr. Görlitz kann er nicht kriegen. Bei Regen bremst der Ball nicht so hässlich. Wir haben ein bisschen das Spiel aus der Hand gegeben, will ich nicht sagen. Aber da scheint irgendwie gerade der Wurm drin zu sein. Kittel. Ah, so ein Offensivmittelfeldspieler jetzt, wo Benavente ganz gut ist, könnten wir eigentlich gebrauchen, auch wenn Traoré das ja immer gerne in der zweiten Halbzeit mitmacht. Hübsche Ballannahme von Benavente da. Ein bisschen zerfahren jetzt die Partie. Deswegen haufenweise Mittelfeldgeplänkel, immer wieder Fehlpässe von beiden Seiten. Hier zum Beispiel wieder von den Freiburgern. Benavente ist der stark momentan. Erster Doppelpack für den Jungen. Erster Doppelpack. Und das macht er vielleicht übel gut. Hier, da geht er einfach mit richtig Tempo nochmal ein Verteidiger vorbei. Und zack. Unhaltbar das Ding. Also der ist momentan richtig, richtig böse. Und ein Tunnel war es auch noch. Benavente, jetzt ist es Saisontor 5. Wie der mich begeistert, der Junge. Und der hat nur 69. Wie ich den in der Hinrunde bis Spieltag 13 eigentlich immer gehatet habe. Und guckt euch an, wie er mich Lügen straft. Er brauchte nur ein Tor zu schießen. Und seitdem
hat er jedes Spiel getroffen. Der hat jetzt dreimal in Folge getroffen. Ne, viermal in Folge getroffen. Ja, viermal in Folge. Natürlich, Görlitz darfst du nicht so leicht den Ball hergeben. Der ist ein... Ja, da wollte ich das technisch lösen. Freistoß für die Hausherren. Benavente wollte das technisch lösen, wird da umgetackelt. Miyaishi. Guter Schuss. Richtig guter Schuss. Ah, Damba. Fahrlässig gespielt. Foul. Klare Sache. Aber den Angriff unterbunden. Benavente. Muss man momentan auf dem Zettel haben. Der ist momentan in Form. Der trifft. Görlitz. Görlitz. Boah, da habe ich mich mal vernaschen lassen hier mit Görlitz. Dezwart. Elfmeter. Nope. Freiburger Foul von Darida. Stark von Schicksen. Wieder dazwischen geht. Sich den Ball holt. Hier. Schicksen. Passt den Ball und da wird er echt übel weggefetzt. Unsere Verteidigung bleibt bis auf wenige Ausnahmen heute ein stabiler Faktor. Traoré hier. Will mal ein bisschen Tempo gehen. Traoré, nee. Da hätte der Ball doch ein bisschen effektiver kommen müssen. Aber egal, wir sind direkt wieder am Ball. Über Rode. Und Benavente. Benavente! Boah, der hat aber momentan Spiellaune. Krass. Der weiß zu begeistern, der Junge. 6 Schüsse aufs Tor, 3 allein von unserem Stürmer heute. Vor allen Dingen geht der heute richtig, richtig gut an den Gegenspielern vorbei. Das gefällt mir richtig gut, Görlitz. Kittel. Ihr kennt meine Strategie. Immer, immer Dauerpressen und dann hier zu Fehlern zwingen. Ja, ich weiß nicht, was das war. Eigentlich wollte ich den Ball abbremsen, dann dreht sich der Spieler weg vom Gegenspieler. Dann kommt so ein Mist dabei raus. Görlitz! Der Ball ist zu weit im Regen. Den kannst du so nicht im Regen spielen. Ja, toll. Attacke hier. Damba. Damba. Und Halbzeit. Also defensiv sind wir abgekocht. Offensiv sind wir momentan keine Macht, aber wir spielen uns Chancen heraus, sind, glaube ich, die zweitstärkste Offensive der ganzen Liga und die zweitstärkste Defensive haben wir auch noch dazu, beides gepaart, dementsprechend sind wir Tabellenführer, freuen uns über die 2 Tore, die wir geschossen haben, Schalke muss ja auch noch spielen, hat ja eine Tordifferenz ein weniger wie wir, wenn ich mich nicht irre, aber Benavente liegt hier einen schönen Grundstein, damit Schalke auf jeden Fall gezwungen wird, hier auch gut zu spielen, nicht gegen uns, aber ne. Schalke halt eben. Hier beste Aktion von denen. Und da Schicksen einfach schneller. Ansonsten hätten wir hier sogar noch auf 3 Tore erhöhen können. Das wäre ein lupenreiner Hattrick gewesen. So, Hoffenheim-Bielefeld 0:0 zur Pause. Die Dortmunder führen gegen den FC St. Pauli mit 1:0. Die Bayern gegen den FSV Mainz 05 ebenfalls mit 1:0. Ansonsten torlose Remis bei Hannover 96 und dem VfL Wolfsburg und Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach. Aha. Hier, ihr seht das hier ganz deutlich. Felix Görlitz ist klar wie Kloßbrühe. Er ist halt Felix Görlitz. Brauchen wir nicht drüber reden. Ihr kennt die Strategie, die wir fahren in der zweiten Halbzeit. Traoré geht für Kittel in die Offensive. Kittel geht raus. Kittel kommt raus. Mongi Adeva kommt rein. Ihr kennt das Spielchen bei uns. Dementsprechend, Kittel ist ja auch der Schwächste auf dem Platz. Nee, Juric. Kein Zweikampf. Ich habe Juric gar nicht am Ball gesehen. Aber die Verteidiger haben gar keine Fehler gemacht. Dementsprechend checke ich nicht so ganz die Wertungen. Von Freiburg kam noch fast nichts. Wir haben zwar nur 50% Ballbesitz, aber das Spiel ging hauptsächlich übers Mittelfeld. Rio Miyaichi. Ja, Damba ein bisschen Käse mit der Ballannahme, kann man gar nicht mehr sagen. Das war schon richtig, richtig traurig mit der Ballannahme. Görlitz. Guter Pass.
Die Zwart. Dann wie Adeva. Traoré. Und dann natürlich ein Verteidiger von uns, der kann ja nicht passen. Viele Pässe bei uns hin und her gepasst die ganze Zeit, der Ball. Hin und her gepasst. Ja, ein bisschen hier versuchen sich aus unserer Umklammerung zu befreien. Da die Zwart in Kombination mit Bolzenkind. Böses Foul von Rode. Das muss gelb geben. Kann gar nichts anderes geben. Das war übrigens Juric und nicht Rode. Er ist nicht im Spiel drin. Vor allem die Zwart und Görlitz haben da gepennt. Die Zwart ist ja bei uns so stark, weil das war ein Fehler. Das war ein Riesenfehler von Wiedwald. Der darf so nicht passieren. Ein cooler Ball. Ein unglaublicher cooler Ball, so abfausten. Ach ja, wie ich die FIFA-Keeper liebe. Na egal, wir haben das Spiel ja unter Kontrolle immer noch. Wir dürfen uns hier bloß nicht zerschmettern lassen jetzt wegen dem Mist. Rode, Miyaishi. Schön, dass sich da keiner hinbewegt. Gefällt mir total. Miyaishi, der Einzige, der aufpasst. Also ich bin ein bisschen enttäuscht. Juric macht hier fast gar nichts. Miyaishi, der Einzige, der wirklich die Zweikämpfe da holt. Stark gemacht. Richtig guter Pass auf Traoré. Und der macht natürlich das Tor. Wieder die alte 2-Tore-Führung gemacht. Traoré. Benavente legt den Ball vor. 3 Scorerpunkte für Benavente. Und Traoré einfach super. Offensiv wie defensiv. Den macht er technisch brillant. Müssen wir uns mal wieder eine 2-Tore-Führung herausschießen hier. Gegentor hätte nicht passieren dürfen. Aber hier das 3-1. Ja, Wiedwald mit einem sehr traurigen Abklatscher. Da fand, war ich nicht so begeistert von. Dementsprechend umso besser, dass Traoré auch schon sein 4. Saisontor geschossen hat. Als defensiver Mittelfeldspieler. Ist das gar nicht schlecht. Kovacic hat ja mal in unserer ersten Saison ebenfalls so häufig getroffen. Weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Kovacic. Oh ja, Traoré zum Ersten. Mongi Adeva, klar. Ist ein guter defensiver Spieler. Kann man nicht anders sagen. Ist halt einfach so. Görlitz geht natürlich voll rein. Die Zwart. Das war gar nicht schlecht gespielt. Oder auf Traoré. Ja, da fehlt Traoré. Ich weiß gar nicht, wie viel Dribbeln der hat. Manchmal glaube ich so 2 Sterne, 3 Sterne. Also 2 eigentlich eher. Weil so leichte Dribblings. Da haben sie uns richtig hart erwischt. Wiedwald den hat, das habe ich mir gedacht. Das wäre ja auch noch schöner gewesen, wenn er den nicht kriegt. Da weiß ich nicht so ganz, was Rode da mit dem Ball versucht hat. Ist auch nicht so gut. Mongi Adeva war aber der leider schlechteste auf Platz. Wir wollen jetzt nochmal wechseln, bevor sich hier irgendwer verletzt. Da kommt dann jetzt Waldschmidt rein und Paredes und dann läuft die Partie.
Darf sie jetzt gegen Ende laufen. Benavente, super gespielt, aber ich will hier zwei Leute rausnehmen. Und Gilade war heute nicht so gut, leider. Ist aus seiner Reihennahme, wobei der eigentlich keine Zweikämpfe verloren hat. Also, so richtig nachvollziehen kann man die Wertung jetzt nicht, finde ich. Miyaishi, schönes Ding. 4:1. Da bekommt er den Platz, ist auch ein guter Spieler, hat er hier gezeigt. So, ja, wenn ihr mich lasst, kein Thema. Und er hat auch nur 69. Ja, mit Görlitz, Miyaishi, Benavente, 69, 69, 69, die drei. Die mischen hier ordentlich die Liga auf, muss man ehrlicherweise zugeben. Richtig geiler Schuss, straight ins Tor der Freiburger rein. 4:1. Keine Chance für generell bei allen vier Schüssen, die waren alle super stark getreten. Miyaishi freut sich auf sein 5. Saisontor, damit der neben Kittel mit den meisten Toren. Ich glaube, Kittel hat 6 an der Zahl, aber Miyaishi ist momentan echt in Form. Damba. Ja, der kann halt nicht passen, aber verteidigen. Immer mal wieder. Ja, Mongi Adeva merkt man ja an heute, dass er heute einen verdammt schlechten Tag erwischt hat. Er muss da nur einen Schritt machen und hat den Ball dann. Tut er nicht den einen Schritt. Entsprechend umso schlechter läuft's. Mongi Adeva, hier Waldschmidt. Schöner Doppelfußball, beziehungsweise hin und her gepasse. Rode, drin das Ding. Schöne Vorlage von Mongi Adeva. So hat Mongi Adeva doch noch einen guten Tag erwischt. 5:1 führen wir gegen die Freiburger. Mongi Adevas schöner Pass. Rode geht nur einen Schritt nach oben. Das reicht dann schon, der Schuss. Und drin das Ding. Die beiden Sechser im Zusammenspiel. 5:1. Das ist mal ein schöner Rückrundenstart. Also ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt irgendwas verbessern müssten. Mir fällt jetzt so aus Prinzip nichts ein, was wir kaufen müssen. Mongi Adeva zeigt es an. Der war es. Aber Mongi Adeva hat natürlich viel beigetragen bei diesem schönen Pass. Rode mit seinem dritten Saisontor. Mongi Adeva 2. Die beiden haben 5. Noch mit unserem anderen Sechser Parid. Ja, Parid, das ist natürlich kein Sechser. Ah, Miyaishi. Heute auch richtig stark gespielt. Wie Görlitz. Aber ich kann auch hier keinen speziellen Fall rausnehmen, der so, wo ich sagen muss, oh ja, der hat besonders schlecht gespielt. Vielleicht Juric. Also nicht besonders schlecht gespielt. Der war aber unter den Möglichkeiten. Waldschmidt. Halbzeit wollte ich gerade sagen. Freistoß natürlich. Fehler. Aber Wiedwald glänzend pariert, ausnahmsweise mal. Also ausnahmsweise in dieser Partie. Generell hält er ja wirklich viel. Und da ist das Spiel vorbei. Paredes konnte leider nichts mehr bewirken. Nummer 9. Was aber nicht schlimm ist. 5:1 gewinnen wir zu Hause gegen hoffnungslos überforderte Freiburger. Wir haben ja 2:1 geführt, dann teilweise dann 3:1, 4:1, 5:1. In der zweiten Halbzeit haben wir selber nochmal 3 nachgelegt, wo Freiburg 1 gemacht hat. Also wir haben dann das Heft nur kurz an die Freiburger gegeben, dann wieder selbst die Kontrolle über die Partie übernommen. Und selbst mit der Herausforderung von Benavente hatten wir dann halt noch Traoré, Miyaishi, Görlitz, Rode, die dann das Spiel weiter aufgezogen haben. Paris, das habe ich leider nicht gesehen. Bisschen schade ist. Ist aber auch nicht weiter wild. Hier kann Benavente seinen ersten Hattrick schießen in der Bundesliga. Schade drum, Juric hier, der sieht da auch gelb. Böses Foul an Ginter. Komisch. Hier, das war eine echt traurige Parade. Klar, dass das zum Gegentor führt. Traoré. Schönes Ding dann aber zum 3:1. Und da war die Hoffnung auf einen schnellen Ausgleich relativ schnell gestorben. Miyaishi dann mit einem schönen Schuss. Kriegt den Platz, nutzt das dann und dann nochmal Rode. Also bei den Schüssen konnte der Keeper nichts machen. Klare
Angelegenheit. Edison Benavente, bester Spieler, 9,3. Der ist momentan echt in Form. Monkil Adeva hat dann doch am Ende noch eine relativ gute Wertung rausgeholt. Dumba alle seine Zweikämpfe gewonnen. Ja, 3 von 3, Dumba. Miyaishi hat 6 von 8 Zweikämpfen gehabt. Echt hart, der Kollege. Hammer. Kann man nur krass unterstreichen. Dortmund gewinnt 3-0, Bayern gewinnt 3-1, Bielefeld 1-0. Ob das wohl wirklich so ist? Ich denke, Bielefeld hat gewonnen. Sorge um Chambers. 3 Wochen ausgefallen. Frankfurt weiter auf der Siegesstraße. Yoshi enttäuscht von... Jung enttäuscht von Story. Ja, man muss aber auch sagen, dass er jetzt nicht wirklich hier, ja, so richtig stark ist er jetzt nicht. Wir gucken mal hier. Shaqiri, Alaba, Bruma, wir gucken hier mal nach. Nee, Bielefeld spielt wirklich 0-0. Wirklich, ein echtes 0-0. Da war hier nichts von wegen, Sieg oder sonstig wie irgendwas. Nationaltrainer-Offerte, auch der sag ich ab. Und kümmere mich weiter in Sorge um Husbauer. Bielefeld ist wieder dran am Freitag, wer hätte das gedacht, dieses Mal in Bielefeld. Rückkehr von Monkil Adeva, ja, Rückkehr zum alten Verein. Kittel nicht mehr in Form, Juric auch nicht mehr, ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Warum eigentlich nicht zu führen, die Pressekonferenz? Da brauchen wir uns eigentlich keine Sorgen drum zu machen. Gucken wir doch mal nach. In der Tabelle bin ich immer noch Tabellenführer, hab sogar einen Punkt mehr. Ja, Schalke ist jetzt abgerutscht. Bielefeld auf Tabellenplatz 7 mit 10 Punkten dahinter. Hammerhart. Gut, Leute. An dieser Stelle möchte ich mich von euch verabschieden. Das war die Donnerstagspartie mit mir, dem Nefkara, auf Legende. Und wir sehen uns morgen am Freitag wieder. Dann wieder gegen Arminia Bielefeld, den 19. Spieltag. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis morgen, Leute. Haut's rein. Ciao, ciao.